Mein Kissen weckt mich am Morgen von selbst auf. Könnte die Wissenschaft nicht erfinden, dass es sich von selbst ausschaltet? Naja. Ich stehe auf, checke mein Strahlbuch und schaue, was mir mein Kissen diese Nacht eingeprägt hat. Ah, heute habe ich französische Vokabeln im Schlaf gelernt. Ich schaue aus dem Fenster und sehe, dass das Frühjahr begonnen hat. Dann bestelle ich meine heutige Frühstücksmischung und mache mir frisches Wasser ins Gesicht. Ich gehe auf die Toilette und das Bakterienfänger-Toilettenpapier sieht etwas altmodisch aus. Aber Papa sagt, dass dieses Papier seit 20 Jahren mit GVO-freien Mikroorganismen krankheitserregende Bakterien auf natürliche Weise bekämpft. Aber jetzt muss ich mich beeilen. Ich gehe zum Kleiderschrank, wähle mir ein Outfit, das mir von selbst angezogen wird. Ich visualisiere, was ich heute anziehe. Wir lernen unseren Körper als Datenquelle zu analysieren und mein To-Do-Band macht täglich Self-Tracking für die Optimierung meiner Gesundheit und meiner Fitness. Meine Mutter freut sich sehr, wenn sie mir erzählt, dass sie als Kind viel dazu beigetragen hat, dass die Fast Fashion vom Planeten verschwindet und dass es viel schöner ist, nur mit dem zu leben, was man braucht. Ich weiß nicht, aber ich finde es ganz in Ordnung. Das Frühstück wird mir von meinem Roboterassistenten serviert, denn meine Familie ist heute eine Stunde vor mir aufgewacht. Außerdem essen sie andere Frühstücksmischungen für ihre Gesundheit als ich. Das ist mit einem Roboterassistenten sehr einfach. Und trotzdem haben wir unter der Woche morgens alle wenig Zeit. Auf diese Weise können wir unsere Nachmittage für Dinge nutzen, die wir mögen oder um uns zu entspannen. Die Lebensmittel hier in unserem Dorf kommen größtenteils aus der Vertical Farm und die Eier kommen aus regionalen Bauernhöfen. Mama meint, dass es, als sie ein Kind war, Bio-Lebensmittel und konventionelle Lebensmittel gab. Heute gibt es nur noch regionale Produkte. Jetzt nur noch Zähne putzen und ab zur Schule. Auf dem Weg komme ich an einer Blumenwiese vorbei, in der es von Tier- und Pflanzenarten nur so wimmelt. Ich sehe Bienen, Hummeln, Ameisen, Schnecken, Gänseblümchen, Löwenzahn und vieles mehr. Sogar ein Eichhörnchen huscht an mir vorbei. Doch Füchse, Wildschweine etc. sieht man hier nur noch selten, denn sie leben nicht mehr wie früher in den Städten, sondern haben sich in die Wälder zurückgezogen. Die erste Stunde in der Schule ist Tanzen. Oh, ich bekomme eine telepathische Nachricht von meiner Freundin Liv und sie wartet schon auf mich. Da teleportiere ich mich lieber. Heute ist Mittwoch, der 8. Mai 2049. Ich warte auf meine Freundin Inge. Sie hat sich schon wieder verspätet. Die anderen haben schon angefangen. Ich hatte heute schon Orchesterprobe, aber für Inge ist es die erste Stunde heute. Dafür hat sie freitags früher als ich den Kurs Umgang mit Tieren. Sie muss gleich hier sein. Diese Teleportationsschirme sind echt praktisch. Kein Problem, Inge, komm. Wir suchen uns auf unseren To-Do-Bändern unsere Tanzoutfits aus. Und jetzt schnell zu den anderen. Auf dem Platz stehen 7 Kinder. In der Kleingruppe kann man auch Choreografien mit 2 Leuten üben und an seinen eigenen Bewegungen feilen. Jede zweite Woche sind wir in einer Gruppe von 20 Personen. Da üben wir eine Gruppenchoreografie. So ähnlich ist das in allen Fächern. In der ersten Woche einzelnes Lernen, Vertiefen und Fragen stellen und in der zweiten Woche praktisches Anwenden und Testen. Es gibt 8 Kategorien, aus denen man sich die Fächer auswählen kann. Es gibt Kulturwissenschaften, Werken, Haushaltslehre, Musik, Mathematik, Gesellschaftswissenschaften, Sport und Sprachen. So kann man nach der 6. Klasse selbst entscheiden, welchen Weg man gehen möchte. Es gibt aber weiterhin Grundkurse, an denen man teilnimmt, um im Leben zurechtzukommen. Zum Beispiel Ethik, Lebenskunde, Biologie, Deutsch und Mathematik. Es gibt aber auch Pflichtkategorien, aus denen man sich mindestens ein Fach auswählen muss. Nach unserer Tanzstunde haben wir Ethik und da wir den praktischen Teil machen, teleportieren wir uns in die hinterste Reihe im Bundestag, um eine Debatte zur Sterbehilfe anzuhören. Ich finde es gut, dass man lernen kann, was einen wirklich interessiert und dass wir unsere Talente weiterbringen können. Ich frage mich, wie es früher war, als alle das Gleiche lernen mussten. Es ist schön, dass sich das geändert hat.